So, ich hoffe, dass das mit dem Ton jetzt klappt. Und zwar muss ich jetzt mal, sagen wir mal, eine kleine zusammenfassende Erklärung machen. Das geht leichter, als wenn ich das alles nochmal aufzeichne. Ist auch eine Frage der Zeit. Ganz kurz, also wenn das X in Anführungsstrichen, also wenn die gesuchte Größe ganz blöd steht, zum Beispiel in einem Produkt, in einer Summe und dann noch das Ganze im Quotienten versteckt, ja, dann wird es spannend. Ich hatte hier Folgendes gemacht. Ich habe mir gesagt, immer zu Anfang, wenn, egal, auch wenn es sonst wo noch rumsteht, wenn die gesuchte Größe unterm Bruchstrich steht oder unter einer Wurzel, dann erstmal raus damit. Das ist eine Maßnahme, indem ich sage, die ganze Summe, also multipliziere ich auf beiden Seiten mal b plus c und multipliziere gleich aus, um zu gucken, ob was passiert. Also ausmultiplizieren heißt gleich, dass ich zum Beispiel dieses a mal b und a mal c ausmultipliziere. Sieht dann so aus. Dann habe ich das b hier auf dieser Seite. Und immer noch, na, immer noch auf dieser Seite. Ist aber nicht schlimm. Wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Wenn ich jetzt versuche, hier welchen Kram zu machen, ich hatte gesagt, Ausklammer, guckt mal, dann sieht das nicht gut aus, das ist nicht günstig, da kommt man dann hier nicht weiter, sondern da macht man dann die Sache so, dass man sagt, los, alle Bs auf eine Seite. Ich hätte also das zum Beispiel B mal C auch nach links bringen können, aber das wäre ein Schritt zu weit. Ich habe es nach rechts gebracht. Hier. Minus b mal c. So dass es wie folgt aussieht. Also, ich habe b mal c minus a mal c. Hier minus a mal c und dann minus b mal c. Jetzt habe ich auf beiden Seiten b. Hier gucken. Und hier drüben bleibt übrig minus a mal c. Minus a mal c, hier unten steht's. Jetzt kann ich hier drüben ausklammern. Ich habe die b's alle auf einer Seite. Lohnt sich. Und zwar b ausklammern, dann bleibt hier a in der Klammer übrig und minus c. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, wenn ich jetzt durch die Klammer dividiere, also durch a minus c, dann kriege ich raus, b ist gleich minus a mal c durch a minus c. Und dann kann man damit irgendwas ausrechnen. Ähnliches Beispiel, ähnlich, also weil es steht ein p oben und unten, beides mal in der Summe. Das sei v klein e und hier klein p a plus p unten. Gleich genauso handeln, erstmal raus damit aus dem Bruch unten, aus dem Nenner, dementsprechend mal a plus p. Ich muss das in Klammern nehmen, ne? Ich muss mal den gesamten Ausdruck. So, dann steht hier auf der linken Seite natürlich auch v mal a plus p und das habe ich ausmultipliziert und hier drüben steht e plus p. Ne, das hat sich dann rausgekürzt. Nochmal gucken, hier das p ist auf der einen Seite und immer noch auf der anderen Seite. Naja, was machen? Ganz einfach, wenn das auf beiden Seiten ist, irgendwie alle p's auf die eine Seite und dann kann man ja mal gucken, was passiert. Jetzt habe ich das gemacht, also minus v mal p. Hier brauche ich keine Klammer drum zu setzen, weil das ja ein Produkt ist. Und dann bleibt v mal a hier alleine stehen. Na. Und auf der rechten Seite steht dann e, ne, das alte e, plus p steht noch da, minus v mal p. Jetzt nehme ich mal das e weg, dadurch sage minus e. Damit ich hier so wenig wie möglich störende Einflüsse habe. Und jetzt kann ich wieder ausklammern. Ausklammern in diesem Fall. Links lasse ich erstmal alles so stehen. Dass ich sage, ich klammere P aus, damit ich durch die Klammer dividieren kann und P alleine steht. Also hier ausklammern. Dann bleibt P mal 1 minus V. Rückwärtsprobe gerne mal machen. Wieder ausmultiplizieren in Gedanken, indem man sagt, p mal 1 ist p, jawohl. Und p mal minus v ist minus v mal p. So, wenn ich das habe, teile ich durch den Klammerausdruck und bin mit dieser Aufgabe fertig. Müsste eigentlich auch gehen. So, jetzt habe ich hier was anderes gemacht, und zwar die Aufgabe selbst, die steht hier oben. Und, pardon, mein Schnupfen ist immer noch da. So, jetzt steht hier, diese Aufgabe steht hier oben, damit ich nicht mit diesen Indizes, also RL und R und UL und so einem Kram so dolle arbeiten muss, habe ich gesagt, ich substituiere. Also sowas hier, das nennt man das hier. Diesen Schritt nennt man Substitution. Substitution. Substituieren heißt also austauschen. Ich tausche die relativ belasteten oder relativ aufwendig zu malenden Zeichen R, L, U, L und so weiter durch einfache kleine Buchstaben. Das kann ich hinterher wieder rückgängig machen. Zeige ich dann auch. Wenn ich das gemacht habe, schreibe ich den ganzen Kram nochmal so ab. Allerdings schon mit den substituierten Variablen. So, und jetzt
sehe ich hier, es ist ja, hier oben sieht man es deutlich, hier auch noch, ich habe es hier extra mal in lila gekennzeichnet, es ist ein Doppelbruch und das in eine Art Text umwandeln, Textschreibweise, indem man mit Doppelpunkt nochmal arbeitet. Ich habe das jetzt mal etwas langsam gemacht, also das heißt ein bisschen vorsichtig, normalerweise überspringe ich hier einige Schritte, aber zum Zeigen. Ich dividiere also durch und jetzt habe ich mal sicherheitshalber eine eckige Klammer drum gemacht, damit man, das kann man auch machen, nicht bloß für euch zum Gucken, sondern für mich selbst, damit ich den gesamten Ausdruck hier schnappe. Und wenn ich das auch sage, gleichnamig machen, dann muss ich beachten, dass das C, welches ja hier gesucht ist, ja, war gesucht, C, dass ich das gleichnamig mache, denn C-Eintel steht hier. Hier könnte ich mal C-Eintel drunter schreiben. Dann sieht man, dass Eintel und C plus Detel unterschiedliche Nenner sind. Und das habe ich gemacht, indem ich das hier C mit C plus D erweitert habe. Und dann kann ich es auf einen Bruchstrich schreiben. Das habe ich also in einem Rutsch gemacht hier. Gleichnamig machen. C mit in Klammern C plus D erweitert. Erweitert heißt oben und unten. Und dann kann ich es auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben, weil sie ja gleichnamig sind. Das ist eine Summe aus gleichnamigen Brüchen. Und die darf man auf einen Nenner schreiben. So, das habe ich hier gemacht. Der gemeinsame Nenner heißt C plus D. Hier oben steht mein C plus D wieder und hier das Plus. Und hier ist C mal und das Erweiterte. So, jetzt kann ich umschreiben in mal, habe ich so locker hingeschrieben. Wir wissen ja, dass Brüche dividiert werden, indem man den Divisor beibehält und durch das Reziproke, also das Umgekehrte, den Dividenden beibehält und durch den mit dem Reziproken des Divisors multipliziert. Aus dem durch wird ein Mal. Und was unten stand, rutscht hoch. Also Nenner wird plötzlich zum Zähler und umgekehrt. Jetzt kann ich das zusammenfassen. Zusammenfassen, weil, machen wir uns nichts vor, dieses eine Mal hier, das kann ich auch als Bruch so schreiben, dass es ein Produkt ist. Also, wenn ich es auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreibe, sieht man es ganz deutlich. Dann ist oben Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner und ich kann hier über Kreuz kürzen. Das C plus D kann ich rauskürzen. So, jetzt fasse ich das mal zusammen, sonst wird es zu spannend. Links schreibe ich immer A durch B, ne? Das lasse ich erstmal so. Jetzt habe ich das zusammengefasst und es steht da C mal D, das ist noch oben übrig, mal 1, das könnte ich mir schenken, ne? Mal 1, das kann ich mir schenken. Und unten steht noch das hier, dieser Teil, C mal D plus und so weiter. Hier, das ist der Teil. Dieser Teil steht noch unten. Jetzt ist das blöd. Ich sage deswegen stürzen, weil ich kann das nicht einfach so aufsplitten. Man darf Brüche auf gemeinsamen Nenner schreiben, wenn oben eine Summe oder Differenz oder irgendwas anderes steht. Aber wenn sowas im Nenner passiert, dann darf ich das nicht. Und deswegen habe ich sicherheitshalber geschrieben, stürzen. Stürzen heißt auf der linken und auf der rechten Seite Zähler und Nenner austauschen. Also das, was unten stand, kommt wieder hoch und umgekehrt. Hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, sondern stürzen. Beispiel. Wenn ich schreibe 3 Sechstel, was ja ein Halb ist, bloß mal als Beispiel, und ich stürze das, dann heißt das dann, 6 Drittel ist gleich 2 Eintel. Das ist gestürzt. Also, das Stürzen bedeutet 6 Drittel gleich 2 Eintel. Stimmt's noch? Ja. 6 durch 3 ist 2, 2 durch 1 ist 2. Das nennt man Stürzen. Und das gleiche habe ich hier gemacht. Ich habe links B und A getauscht und ich habe hier Zähler und Nenner getauscht. Eine alte Technik. So, und jetzt kann ich aufsplitten. Jetzt kann ich sagen, ich habe hier eine Summe aus C mal D plus diesen Ausdruck hier. Auf gemeinsamen Bruchstrich. Aufsplitten meine ich jetzt wieder den Vorgang, wie ich es auf gemeinsamen Nenner schreiben gemacht habe, hier oben. Mache ich es wieder rückwärts. Und zwar so. So ähnlich, wenn ich sage 3 plus 4 durch 7 ist 3 Siebtel plus 4 Siebtel. Stimmt das? 3 plus 4 ist 7 durch 7 ist 1. 3 Siebtel und 4 Siebtel sind 7 Siebtel, ist auch 1. Ne? Das gleiche habe ich hier gemacht. Ich splitte also auf. Warum? Weil hier unten C mal D steht und hier auch C mal D. Dann kann ich das nämlich rauskürzen. Da wird hier eine 1 draus. Und ich kann jetzt hier, weil ich nicht in der Vorsicht, Summen kürzen nur die Dummen. Hier habe ich keine Summe mehr, in der ich kürze, sondern ich kürze die einzelnen Summanden. Hier kann ich das C rauskürzen und dann sieht das bloß noch so aus. Aus 1 durch 1 wird diese 1 und aus diesem gekürzten Bruch einmal das C plus D, das kann ich mir schenken, in Klammern zu schreiben. Da wird bloß noch C plus D durch D. Das D bleibt übrig, das D, da steht es.
Jetzt kann ich das alles zusammenfassen, denn gucken wir an, wenn ich das wieder einzeln aufsplitte, nämlich C durch D und D durch D, wird aus D durch D wieder eine 1. Da habe ich diese 1 hier und diese, also die beiden Einsen, 1 durch 1 ist 1, werden 2, wenn ich das zusammenfasse. Und jetzt mache ich das mal in einem Schritt, damit ich nicht so viel tun muss und schreibe jawohl, minus 2, damit die wegkommt und gleich noch einen Regiestrich hinterher, mal D, damit das C alleine steht. Wenn ich das habe, entwickelt sich die Form so und dann substituiere ich wieder zurück. Ich mache also wieder das, was ich oben mir vorgenommen hatte, das galt ja. Hier UL ist gleich A, U ist gleich P und so weiter und mache wieder meine ursprüngliche Formel draus und dann ist das nicht mehr so schlimm. Ich könnte ja auch X und Y und Z und sonst was statt UL und U und R und so weiter geschrieben haben. Man kann es auch mit den Buchstaben so weiterrechnen. Ist aber in meinen Augen viel Schreiberei und dieses nützt so ein bisschen als Training. Also habe ich die Formel so umgestellt und kann zufrieden sagen, ich habe alles nach R umgestellt, denn das war ja hier gesucht. Die gesuchte Größe R sollte alleine stehen und entsprechend zusammengefasst werden. Naja. Gut, ich hoffe, es hilft nochmal und ich hoffe, jetzt stimmt der Ton. Wenn er nicht stimmt, ich weiß nicht, ob ich es noch veröffentliche. Einen schönen Sonntag.